Willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu Sonjas schneller Nummer. Heute gibt es wirklich eine schnelle Nummer. Ich habe die Handwerker im Haus und da bin ich dann froh, wenn ich einmal eine halbe Stunde klopffrei habe, dass ich irgendwas machen kann. Und darum habe ich heute ein ganz einfaches Rezept, auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen. Und zwar mache ich passt ja auch in den Mai, ein Waldmeister-Parfait. Parfait ist ein halbgefrorenes, das kann man eben auch ohne Eismaschine machen und ich mache es heute auch ohne Eier. Was man dazu braucht, das zeige ich euch jetzt ganz kurz, wirklich nur wenige Zutaten. Als erstes braucht man mal einen Vollmilchjoghurt, also einen naturbelassenen, etwas Zucker, einen Waldmeister-Sirup, den gibt es im Getränkehandel zu kaufen, Sahne, und das wäre es eigentlich schon an Zutaten. Und zu dem Grün möchte ich noch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen und mache dann ein Mangopüree. Und da brauche ich ein Mango und das schmecke ich dann mit ein bisschen Zitronensaft ab. Erstmal die Sahne steif schlagen. Danach den Joghurt mit dem Zucker und dem Waldmeister-Sirup vermischen. Wenn im Rührbehälter nichts mehr knirscht, dann hat sich der Zucker aufgelöst und dann kommt die Sahne rein, die hebe ich vorsichtig unter. Und ich habe mir hier eine Terrinenform, man kann das natürlich auch in einer ganz normalen flachen Auflaufform reinfüllen und da kommt jetzt die Masse rein. Bisschen klopfen, dann verdichtet sich auch die Masse und dann schlage ich das Frischhaltefolie drüber und das wandert jetzt für ein paar Stunden ins Tiefkühlfach. In der Zwischenzeit mache ich mir dann mein Mangopüree, also Mango schälen, Fruchtfleisch vom Kern schneiden, pürieren und mit ein bisschen Zitronensaft einfach abschmecken und dann sehen wir uns wieder und ich zeige euch das Ergebnis. Bis gleich. Und nun ist mein Waldmeister-Parfait auch schon fertig. Das braucht ungefähr 3 Stunden im Kühlschrank, je nachdem, wie es ihr das einfriert, ob das eine flache Schale ist oder eben so eine Terrinenform. Dann soll man es eine Viertelstunde, bevor man es genießt, aus dem Kühlschrank raustun. Das lässt sich dann eben ganz leicht stürzen, wenn die Frischhaltefolie drüber ist und dann kann man das portionieren. Das Mangopüree habe ich mit ein bisschen Zitronensaft verfeinert und weil es schön ausschaut, habe ich halt noch ein paar Erdbeeren drauf und vielleicht ein Blatt Minze. Wie gesagt, 10 Minuten antauen lassen und dann nochmal 5 Minuten warten und dann kann man es essen, dann ist es auch nicht mehr kalt. Dann hoffe ich, das Rezept gefällt euch und es hat Spaß gemacht, mir zuzusehen. Und dann freue ich mich auf die nächste schnelle Nummer und wenn ihr wieder dabei seid. Servus!